German ist heute in Berlin, die Sonne scheint, hinter mir ist die Spree und ich bin verabredet mit Matze und Pierre von Mitvergnügen. Beide haben eine rasante Karriere als Blogger-Idole hingelegt und beraten Berlin hinsichtlich exklusiver Szene-Tipps und genau solche werde ich mir heute auch holen. Hallo! Hallihallo, hey. Guten Tag! Na? Richtig. Oh. Perfektes Wetter! Perfektes Wetter! Mit Vergnügen-Wetter wahrscheinlich. Ja, das haben wir in Berlin. Wir haben einen Picknickkorb mitgebracht. Echt? Wow! Zwei für dich. Und wahrscheinlich geht's aufs Wasser, oder? Tschüss! Tschüss! So, ich packe hier mal den Picknickkorb aus. Ja, sehr geile Idee mit dem Boot. Und ihr seid ja auch bekannt für eure guten Ideen, ne? Vor allen Dingen bei dem Wetter, wir wissen ganz genau, was wir aussuchen müssen. War das tatsächlich auch so eine Art Intention, warum ihr mit Vergnügen ins Leben gerufen habt? Um zu zeigen, wie man sich Berlin schön machen kann, vielleicht auch bei schlechtem Wetter? Das Ursprüngliche war, dass Pierre vor 6, 7 Jahren so einen SMS-Verteiler hatte, wo er immer so Party-Tipps rumgeschickt hat. Wann damals? Als noch SMS 160 Zeichen lang war? Ja, das war sehr kurz, aber es hat ja nicht viel gebraucht. Es ging um einen Ort, also einen Club. Eine Zeit, wann es losgeht und wer spielt. Und wie kam es dann zu Mitvergnügen von den SMS zu eurem Blog? Na, ich habe damals Musik gemacht. Er hat in einem Club gearbeitet. Beides ist auf unterschiedlichste Arten und Weisen insolvent gegangen. Und dann, du hast bei Virginia jetzt gespielt. Genau. Und haben uns dann, als es klar war, dass es mit unseren Berufen nicht mehr so weitergeht, entschlossen, das zukünftig zusammenzumachen und irgendwie zu professionalisieren. Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt in die Oberhafkantine und dort treffen wir den Berliner Kneipenchor. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, die Mietz von Mia kommt da auch vorbei. Ah, okay. Kantine. Von wegen, es gibt keine Proberäume mehr in dieser Stadt. Bevor ich mich den lieblichen Gesängen des Kneipenchors widme, lasse ich mir noch die Geschichte der Oberhafenkantine erzählen. Hello. Hello, moin moin. Sie ist eine Replika aus Holz, das Original steht am Hamburger Oberhafen und wurde genau von dort in einem Stück nach Berlin verschifft. Die Kantine soll als Kulturbotschafter die ganze Welt bereisen. Und erklär mir, warum steht oben ein Bett und ein Esszimmertisch? Na, alles, was so drin steht, ist immer eine Ableitung von der Sache, die hier passiert ist. Also oben steht ein Bett, weil eine Professorin kam auf uns zu und sagte, sie würde gern oben eine Nacht schlafen und Gedichte schreiben. So, Nino. Claire. Du bist der Chorleiter des Kneipenchors, kann man das so sagen? Ja, ich bin sozusagen die Chormama, ja. Wie kam es denn zum Kneipenchor? Matze und du, ihr habt den gegründet? Genau, Matze und ich, wir haben ja eine Band gespielt und ich war aber der Einzige in der Band, der singen konnte und wollte auch mal mit anderen Leuten was machen, hab einen Chor gesucht in Berlin. Es gibt ja über 2000, aber echt? Man denkt es nicht, aber alles, was ich gefunden habe, war halt super trocken, langweiliges Programm und komische Leute auch zum Teil. Und dann meinte Matze, ey, lass uns doch selber einen gründen. Und macht ihr auch richtig Touren durch Kneipen, wenn ihr ein Kneipenchor seid? Und was war da so die krasseste Erfahrung? Also wir machen so 2-3 Mal im Jahr eine Tour durch einen bestimmten Bezirk in Berlin. Es gibt da so, Kreuzberg ist immer sehr gut, Prenzlberg ist eher nicht so gut. Und dann ist es tatsächlich auch so, dass dann von Kneipe zu Kneipe immer mehr Leute mitziehen. Und wir haben die letzte, die wir gemacht haben, war in Kreuzberg. Und am Ende standen wir dann draußen unter der U1.
mit 150 Zuschauern rundherum und haben da ein Konzert gegeben, bis dann die Polizei kam. Und genau, und ganz wichtig ist natürlich, man trinkt natürlich auch auf dieser Tour immer mehr. Und also wenn man uns buchen will, ist es immer, wir brauchen immer sehr viel Bier und Schnaps, das ist einfach wichtig. Ihr werdet in Alkohol bezahlen. Genau, das soziale Schmiermittel. Haben auch wir den Kneipenchor für heute buchen man, können. Genau, man sieht's auch. Ein hungriges Herz durchfährt ein bittersüßes Schwert. Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit bist du gehen? Ich sitze jetzt mit Mietze und du hast mir deine Handschuhe geliehen, ja, weil ich so unfassbar kalte Hände hatte und das Feuer konnte die nicht aufwärmen. Also du hast eine Faszination für den Kneipenchor. Eine Faszination Chor habe ich. Ich komme nämlich aus dem Kinderchor. Ach, tatsächlich? Und deswegen ist es so ein ganz warmes, vertrautes Gefühl. Ich kann jeden im Kneipenchor gut verstehen, warum er dabei ist. Und der Kneipenchor hat quasi auch deine Wege bzw. die von mir gekreuzt vor kurzem. Und zwar habt ihr zusammen performt zum 5-jährigen Geburtstag von Mit Vergnügen. Ganz genau. Beste Mode. Das Lied spielt an einem bestimmten Ort in Berlin, in der Bravo Bar. Da haben wir auch das Video dazu gedreht. Ach, wirklich? Und es geht schon um so eine Mischung intime Bar-Atmosphäre, vertraute Kneipenatmosphäre, man kennt. Es ist ganz einfach, weil es in dem Lied ja, um vielleicht so eine Mia-Grundseele geht, um offene Arme, um willkommen sein, um gut sein, wie man ist. Sag mal, wie kann ich mich denn hier so ein bisschen einfügen heute bei der Chorprobe? Kannst du mir als Sängerin was mitgeben? Mhm. Wolltest du mitsingen? Guck mal, das ist ja ganz einfach, dieses... Zu mir kannst du immer wieder... Zu mir kannst du immer wieder kommen. Ja gut, wir sind bereit. Komm! Machst du mit, beste Mode, lässt es sein, lass es sein. Doch zu mir kannst du immer wieder kommen. Machst du mit, beste Mode, lässt es sein, lass es sein. Doch zu mir kannst du immer wieder, zu mir kannst du immer, zu mir kannst du immer wieder kommen. Zu mir kannst du immer wieder, zu mir kannst du immer, zu mir kannst du immer wieder kommen. Oh, danke schön. So, ich glaube, es ist Zeit, Tschüss zu sagen. Ja, es war uns ein Vergnügen. Ja, wirklich, mir war es auch ein Vergnügen. Schön. Ich weiß jetzt auch, was Vergnügen bedeutet. Nach dem heutigen Tag. Mein Tag mit Matze und Pia von Mit Vergnügen begann in der City Marina in Rummelsburg. Mit einem Spreeboot sind wir zur Oberhafenkantine geschippert und dort haben wir dem Berliner Kneipenchor und Mietze von mir beim gemeinsamen Musizieren zugeschaut. So. Draußen wird zwar noch geprobt, aber ich bin so müde, ich lege mich jetzt einfach hier in der Hafenkantine schlafen. So, gute Nacht.